Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Als allererstes, juhu, der Finger ist endlich wieder ganz. Zweitens, wenn ich jetzt ein bisschen erkältet klinge, bitte nicht wundern, mich hat so eine blöde Erkältung eingesammelt. Also der Finger ist jetzt wieder in Ordnung, dafür ist jetzt eine Erkältung da, aber das schaffen wir auch zusammen. Bei mir hat der Postbote geklingelt und zwar hatte ich euch doch vor einiger Zeit gefragt, wo bestellt ihr eure Wolle? Und es haben ganz, ganz viele gesagt, bei Hobby. Ja, dann habe ich jetzt mal bei Hobby Probe bestellt. Also ich muss schon mal sagen, bei Hobby ist das Geld schneller weg, als man Halleluja sagen kann. Das ist ja Wahnsinn. Ich war keine 10 Minuten in dem Laden oder in dem Online-Shop und da waren schon über 100 Euro im Warenkorb. Gut, knapp 200. Ich habe dann kräftig ausgesiebt, weil es sollte ja nur eine Probebestellung sein. Wir sind dann bei 106 Euro gelandet. Ja, das war zu dem Thema Probebestellung. Aber jetzt wollen wir uns mal anschauen, was hier genau gekommen ist. Und zwar fangen wir mal ganz oben an. Die gab es gratis. Ich weiß nicht, wie das jetzt bei Hobby ist, ob man da immer irgendwas gratis dazu geschenkt bekommt. Auf jeden Fall fand ich das eine ganz süße Geste. Da können wir bestimmt auch noch irgendwelche schönen Anstecker draus machen oder so eine Art Brosche. Da fällt uns bestimmt was ein. Für die Abteilung Winter. My Love Yarn, das ist ein 100% Acryl, 100 Gramm auf 135 Meter und das ist die Farbe 3 vom Lot 635964. Für die Nadelstärke 6,5 und Stricknadel 6,5 bis 7, also eine ganz dicke Wolle. Aber ich denke mir, die ist richtig toll für den Winter. Da fällt uns bestimmt noch was ganz Tolles mit ein. Und bei einer Probebestellung muss halt von allem was dabei sein. Gut, habe ich nicht geschafft, aber es gibt ja noch ein paar Tage. Das ist jetzt ein ganz tolles Knäuel, wie ihr seht, gleich 5 Stück davon. Das war in so einem Komplettset drin. Ich habe sowieso versucht, die ganze Bestellung mich so ein bisschen ans Set zu halten. Aber ich finde es echt, es fühlt sich gut an. Da müssen wir mal gucken, wie es sich verarbeiten lässt. Wie es so läuft. Ich bin mal gespannt. Also so rein optisch jetzt gesehen, würde ich sagen, ist es auch sehr schön gewickelt, wie ihr seht, wenn man es auseinander macht. Sieht man, dass es sehr gleichmäßig gewickelt ist, egal wo man hinguckt. Sehr, sehr schön gleichmäßig gewickelt und auch nicht zu straff. Also das ist sehr gut. Das ist sehr schonend für die Fasern, das ist super. Okay, hier machen wir was Schönes Winterliches draus. Dann habe ich, weil ich noch neben den Tischläufern noch an einer zweiten Serie arbeite, Format, sowas in diese Richtung, mir mal diese Farben besorgt. Ein sehr schön Farbenspiel. Wenn man das alles zusammennimmt, ist es ein wunderschönes Farbenspiel. Auch wieder ein Komplettset. So, hier haben wir Baby Cotton Midi. 100% Baumwolle für die Nadelstärke 3 bis 3,5 und Stricknadelstärke 3,5. Ist auch für die Waschmaschine geeignet. Das finde ich immer besonders wichtig, gerade wenn es um die Abteilung Baby, Kinder und so weiter geht. Es muss für die Waschmaschine geeignet sein. Ich meine, ich merke das bei uns ja auch schon, wenn man nicht alles immer nur mit der Hand waschen muss, sondern man es auch in die Waschmaschine tun kann. Und das hier ist halt Waschmaschinen geeignet. Man kann es sogar bügeln, wenn man das möchte. Das finde ich schon ganz toll. Wir haben hier Lot 2005 und die Farbe 12. Das ist dann die 2, das ist die 11, 13 und die 14. Das waren jetzt die einzelnen Farbnummern. 2,
11, 13, 14 und das ist die 12. Gibt's bei Hobby, aber als Pack, neuer Komplettset. Da bekommt ihr das so, wie ich sie auch zugeschickt gekriegt habe, als ein wunderschönes Komplettset. Das war jetzt das eine. Das ist jetzt für die nächste Staffel, an der ich arbeite. So, meinen absoluten Favoriten heben wir uns ganz zum Schluss auf. Wir machen jetzt weiter mit dem hier. Hier habe ich ein, ja, ich weiß noch nicht, was drin ist. Das war ein Überraschungspaket. Die haben drei verschiedene Überraschungspakete und ich habe mir da jetzt mal eins rausgesucht. Und zwar erstmal zum Testen. Das günstigste, was sie haben, das ist das Acryl-Überraschungspaket. Da schauen wir aber später mal rein. Ich will das Video jetzt nicht unnötig in die Länge ziehen. So, dann habe ich hier wunderbaren Regenbogen. Aber schaut euch mal diese tollen Farben an. Da ist wirklich alles dabei, was der Regenbogen hergibt. So, ich hole mir mal das Blau raus. Das hier scheint der Fadenanfang. So, hier ist auch Stricknadel 3,5 bis 4 und die Häkelnadel 3,5 bis 4. Hier haben wir auch wieder 100% Baumwolle. So, und hier haben wir Lot 209. Das ist die Farbe 31, dieses wunderschöne Blau. Dann haben wir noch ein ganz tolles, ne, Türkis mit der Farbe 34. Dann dieses wunderbare Grün. Das ist die Farbe 24. Das Lila ist die 39, aber auch eine sehr schöne, kräftige Farbe. Dann haben wir hier, ich würde sagen, so eine Art Senf. Das ist die Farbe 55. Aber wie ihr seht, alles wirklich sehr, sehr kräftige, schöne Farben. Dann ein wirklich sehr leuchtendes Gelb mit der Farbe 54. Also ich finde das ja süß, dass man hier immer den Anfang markiert hat. Muss ich ganz ehrlich sagen, das finde ich total niedlich. Auch so die ganze Banderole hier mit dem Regenbogen. Und da weiß man einfach gleich, in welches Set das reingehört. Dann haben wir hier ein etwas matteres Grün mit der Farbe 84. Dann ein wirklich sehr, sehr schön leuchtendes Rot mit der Farbnummer 86. Orange mit der Farbnummer 57. Oh, die kleinen Fädchen hier, ich finde die so süß. Einfacher Start und hier ist das Fädchen. Ich finde das so schön gemacht. Ich meine, das ist so eine Kleinigkeit, gell, aber trotzdem irgendwo, es macht Spaß, es ist schön. So, dann noch ein wunderbares Rosa. Das ist die Farbe 45. Und jetzt mein absoluter Favorit, mein absoluter Liebling bei dieser Bestellung. Ihr werdet es bestimmt schon erraten, aber ich zeige es euch gleich. Guckt euch mal den Glitzer an. Ist das nicht ein Traum? Ihr wisst ja, ich stehe total auf Glitzer. Aber, oh, das ist ein schöner Glitzer. Wir haben hier ein ganz sattes Grün von der Lot 02 mit der Farbe 100. Rainbow 84 Glitter Silver heißt das und wir haben 95% Baumwolle und 5% Polyester. Na, ist klar, das Polyester sind diese kleinen Glitzerfäden. Und wenn wir mal gucken, wir haben auf 50 Gramm 160 Meter, das ist schon mal eine Hausnummer. Stricknadelstärke 2,5 bis 3,5 und die Häkelnadel auch 2,5 bis 3,5. Schaut euch das mal an. Ist das nicht schön? Beim Grün ist es natürlich nicht geblieben. Wir haben das noch in einem matten Grün.
Ja, ich muss hier ein bisschen vorsichtig sein. Hier löst sich die Banderole etwas auf. Da mache ich gleich einen Klebestreifen drüber. So, einmal getaped. Das ist jetzt die Farbe 98. Auch Lot 2. Das ist auch wieder ein komplettes Set, was ich hier jetzt habe. Aber traumhaft. Dann haben wir hier ein wunderbares Weiß. Natürlich alles mit Glitzer. Ich liebe ja Glitzer. Lot 3, Farbe 001. Aber wunderschön. So, dann in einem kräftigen dunklen Rot. Natürlich auch mit richtig viel Glitzer. Guckt mal, wie schön das Rot hier in der Kamera leuchtet und funkelt. Wahnsinn. So, das ist auch die Lot 2 Farbe 86, also 086. Und auch wieder mit unserem Anfangsfädchen. Aber ich liebe das Glitzer. So, dann haben wir ein bisschen etwas helleres Rot. Nur die zwei nebeneinander halten, sehen wir es ganz gut. Das ist ein schönes dunkles und hier haben wir ein richtig leuchtendes Rot. Das ist die Farbe 58. Aber auch wieder mit diesem ganz tollen Glitzer. Und diese ganzen Farben gab es in dem Paket gleich zweimal. Also das ist voll mein Paket, weil zweimal glitzernde Farben und dann so kräftig und leuchtend, das ist genau meins. Von der hier habe ich leider nicht so viel, dass da wird was draus gemacht für die Kita. Das zeige ich euch aber dann auch noch, wenn ich soweit bin. Also hier habe ich auch schon Pläne, das ist Abteilung Kindergarten. Aber das hier wird dann so ein bisschen in die Weihnachtsecke gehen und ich freue mich schon drauf. So, dann hatten wir diese ganzen tollen Farben für die neue Serie. Zweimal das Creme, Moment, ich hole es mal runter, ups, bleibt stehen. Zweimal dieses wunderschöne Creme mit der Farbe 2. 50 Gramm auf 1,5 Meter. Das hatte ich nämlich vorhin ganz vergessen anzusagen. So, dann haben wir zweimal dieses Rosé. Ihr seht, das sind ganz zarte Farben, auch das ganze Farbenspiel hier. Das ist eine ganz zarte Geschichte. Vielleicht kommt ihr da schon auf die Idee, was es werden könnte. Also ich meine jetzt die neue Staffel. So, das hier ist jetzt die Farbnummer 12. Hier haben wir ein etwas kräftigeres Rosa, aber noch kein richtiges. Hier ist es mal im Vergleich. Hier haben wir die Farbe 11. Und alles 100% Baumwolle. So, dann haben wir ins Lila reingehen. Es ist noch kein dunkles Lila, aber es geht so langsam in das Lila rein. Die Farbnummer 14. Und dann die letzten im Bunde. Das sind dann im Prinzip die, die nach dem kommen. Aber noch vor dem, wie ihr seht, das verläuft sich richtig. Und das ist die Farbnummer 13. Und wenn wir jetzt mal alle Töne nebeneinander stellen. Ups, bleib hier. So, da sieht man es doch ganz schön. Das ist doch ein wunderbares Farbenspiel. Egal ob von der Seite oder von der Seite. Also ich liebe die Farben jetzt schon.
muss ich ganz ehrlich sagen. Jetzt bin ich nur mal gespannt, wie sie laufen, wie sie sich verhalten. So, kleine Pyramide aufgebaut. Und dann hatten wir ja unseren Kältekracher. Ich nenne das jetzt einfach mal so, weil das ist ja ganz, ganz dicke Wolle. Extra für die kalte Jahreszeit, aber trotzdem wirklich sehr, sehr schön leicht. Das ist dann unser kleiner Kältekracher. Und da habe ich mir gedacht, da machen wir vielleicht einen Schal mit einer passenden Mütze oder, so dass wir dann wirklich gut und warm eingepackt sind. Weil davon 5 Stück, das macht mal 500 Gramm. Ich denke, damit können wir schon einiges machen. So, meine Lieben, das war jetzt dieses Video. In die Überraschungstüte schauen wir dann beim nächsten Mal. Ihr könnt ja mal raten, was die neue Staffel wird. Vielleicht kommt ihr ja schon durch die Farben drauf. Und vielleicht auch so ein bisschen durch das Material. Mal schauen. So, ich sage danke fürs Zuschauen. Entschuldigt wegen meiner Erkältung, wenn ich ein bisschen ulkig klinge. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wer neu dabei ist, lasst mal bitte ein Abo da. Da verpasst ihr auch kein weiteres Video mehr. Und wer mag, kann mir ein Däumchen nach oben da lassen. Da freue ich mich immer mega drüber. Oder einen ganz lieben Kommentar. Oder. So, ich mache Winke-Winke in die Runde und bis zum nächsten Mal.